Alright. Oh, Sö! Die gute alte Sö, meine Damen und Herren. Let's do it! Let's fucking do it, warum spielt mein Toplaner auch Zack? Warum muss er jetzt trollen in dem Game? Warum muss er jetzt trollen? Gib es ja nicht, ja. So. Könnte Faker sein, der spielt viel Zoe, aber nicht um 5 in der Früh, du. Wir müssen tatsächlich ein bisschen früher spielen, damit wir Faker bekommen können. Der spielt aktuell sehr, sehr früh am Morgen. So gegen 9 Uhr abends spielt der gerade. Ich muss ein bisschen früher mit dem Stream starten. Let's do it. Let's do it. No tilt. Enemy bad. Weak things. So, nice. Direkt unsere Motivational Speech wieder reingehauen. Minion 생성까지 30초 남았습니다. So, zack, zack, zack. Man is watching me. Man is watching me. Das wäre so ein wichtiger Win. Für mich. Warum wurde ich da jetzt gepokt? Excuse moi. Minion들이 생성되었습니다. Wenn wir das gewinnen, haben wir unsere 600 LP gefestigt, nämlich. Okay. Wo die Sö hier? Okay, die haben den Cheese in Welt. Gut, dass das abgewartet war vom Team, Alter. Eine Harpune und leider den Last Hit verpasst. Auch ein richtiger Klassiker, ey. Da haben wir früher auch gehört. Wer war denn das? Wer war denn das Lied? Das haben wir früher eigentlich viel gehört, wenn ich mich nicht täusche. Bonkers. I'm free. In meiner Ecke die ganze Zeit Discord-Nachrichten, die ich bekomme von irgendwelchen Channels, auf denen ich bin. The fuck is happening? Kann ich das irgendwie ausmachen? Oh, voll nervig, ey. Okay. Mit dem Movement, der alte Mann, okay. Ich habe gehofft, dass er mit einem Dodge rechnet und deswegen anders ruckt, aber hat er mir leider nicht gegeben. Tatsächlich, wenn der nicht da gewesen wäre, der Graves, dann hätte ich da versucht, einen Double Kill zu machen. Der hätte relativ free sein sollen sogar. Kurz resetten. Okay. Mit hat keine Sams, aber die hat vor uns wieder Sams, ne? Das war nicht vergessen.
Wie kommt es so, dass du so oft Rumble Mitte spielst? Der ist sehr gut in Korea, weil die Leute hier also nur für Micro spielen und nicht für Makro. Und der ist extrem gut darin, weil er Early Skirmischen kann und sehr proaktiv auf der Karte sein kann. Er hat sehr, sehr guten Wave Clear, weißt du? Oh mein Gott, was ein Heldenopfer von der Junge. Chuna Powerbar! Powerbar! Was ist denn da unten drin? Wir müssen gleich unsere A noch von Smart Girls runterhören. Ich bin wirklich überöffnet für mich, ne? Oh no, da liegt ein Ignite. What is this shit? What the fuck? Come on, Double Ignite ist echt stark, muss ich sagen. Nein, schön toll King auf der Toplane. So lobe ich mir das. Wie habt ihr das Game mit dem Nunu noch gewonnen? Ja, das ist, wir wissen das alle nicht, Das ist ein Game, das sollte man sich wahrscheinlich mal genau anschauen und reflektieren, warum hat man das gewonnen. Ich kann ja nicht die Antwort geben, warum wir das gewonnen haben. Wir hatten einen Int-Feeder im Team und wir haben einfach gewonnen. Wir hatten einen First-Time-Nunu-Ghost-Cleanse-Mittel. Ja, runterkommen. Ja, die Frage ist, können wir die diven oder nicht? Okay, Double Kill für die Säule. Fast Triple Kill für die Säule. Lass uns bitte in Mitte gehen. Man. Trollt der oder was, der Jin? Geh doch Mitte und halt die Wave! No! Was sind das denn für Spieler? Schon wieder! Und gerade wenigstens 2 Kills für den einen Kill auf dem. Ja, das läuft ja. Also, die Zoe ist jetzt extrem gefeedert. Geil! Hat der gegnerische Toplaner gerade den Dings gesolot? Das war knapp, dass es gut war, aber leider war es nicht gut.
Der gegnerische Toplane hat gerade den Herald gesolot. Unsere Toplane ist winning, unser Jungle ist hard losing, unsere Midlane ist even und unsere Botlane ist hard losing. Interesting. Mate, the fuck am I watching? Na, genauso stimmt wie der Game davor, Mal mit deiner Hilfe oben gerade. Das ist echt sehr, sehr unangenehm, der Gegner. Gegner werden wahrscheinlich eine Menge MR bauen hier, oder? Digga, wir gehen nächstes Rocket Build und dann gucken wir weiter. Wir sind jetzt Mitte halt ein großes Stück behind, da doch was passiert. Ich glaube nicht, dass die mit mir mitgehen sollte, by the way, die Katze. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Hey, kannst du aufhören zu inten? What the fuck am I watching? Ich dachte erst, sie haben ihn, dann wollte ich nicht ulten und dann hatten sie ihn nicht und dann habe ich geultet und jetzt ist meine Ult gerüstet. Da hat mich Tolkien gerade so gebrieft, Mann! Oh, okay. Alles gut, alles gut. Ich bin nicht sauer. Ich bin nur enttäuscht. Holy shit, Mann! Guys, I got this. Also jetzt aktuell würde ich gerade sagen, wir sind extrem behind, aber wir haben Herz und wir haben was weiß ich was. Und warum haben wir eigentlich Graves nicht gebannt, die Runde? Warum ist der nicht gebannt? Der muss doch gebannt sein. Ich bin da nicht mit der Ordnung, das wäre sehr bad. Ich
brauche halt unbedingt ein paar Level, bevor ich hier wirklich was machen kann. Ich meine, ich bin sehr stark und Tolkien ist auch sehr stark, aber sind wir stark genug, um dieses Game zu carryen? Ja, ist die Antwort. Mentality Man 1 und Mentality Man 2 werden niemals aufgehen. Die Relia von den Gegnern ist gleich eine Win-Condition. Wenn wir die zum Tilten kriegen, ist die eine Win-Condition. Und die kann ja nicht mehr so weit weg sein, davon zu tilten, oder? Als koreanischer Spieler. Ja, natürlich sind sie da hinten. Ha! Was? Okay, I guess. Sind wir schwach, Die waren 0,5. Die Relia da gerade. 0,5. Nice, schöner Set, Step, well done. Das kann gut sein da oben, ja. Wir kriegen auch schon Objective vor und das ist auch sehr, sehr gut. Well done, well done. Der kann hochgehen. Ich brauche ein bisschen Level und Erfahrung, brauche ich hier unbedingt. Ich habe gerade nirgends Level und Erfahrung. Wenn wir ein paar Bounties bekommen, können wir gewinnen. Wir haben Yumi mit Talon. Die Gegner haben erst einen Drake. Ich glaube, das ist sehr, sehr winnable. Ich meine, natürlich ist es schwer, das Game. Versteht mich nicht falsch. Sehr, sehr schwer. Aber es ist auf jeden Fall winnable. Wir haben schon schlimmere gewonnen heute. Und ich glaube, Zack wird ein Riesenproblem für die Gegner hier später. Sehr, sehr sicher. Oh mein Gott, schon wieder. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit behind sind wir denn? Wir sind doch nicht so weit behind, oder? Aber wir haben Objective Bounties, also müssen wir weit behind sein, aber das fühlt sich echt, ich weiß nicht, ich bin so behind hier eigentlich. Ich meine Botlane halt, aber. Wir müssen ja noch einen dicken Fehler machen und wir gewinnen. Na, das dachte ich mir nämlich, dass da die Bounties weggehen sollten. Ja, alle kommen. Wow. Yumi auf Talon oder auf Zack ist, glaube ich, am besten für uns. Can win, guys. No, good. Okay, 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 okay. Okay, das ist aber nicht das Can win play. Wait, ich habe mich verfehlt? Scheiße.
Mann, er stirbt aber. Das war's nicht, leider. So, wir haben alle 5 Stacks haben wir. Ja. Ey, dass ich da die Ulti verfehle, ist natürlich sehr, sehr bad von mir. Weil sonst wäre der Grace gleich tot gewesen und der wäre ein Shutdown. Aber der geht Brawlers, glaube ich. Das kann ja nicht gut sein, oder? Ich glaube, wenn er nicht dodge, ist das sogar fein. Das ist auch super, wirklich. Zu stark, Leute, die wir haben. Einfach der Trill Steffen, hält doch. Wir haben eine Menge Kills gekriegt. Diese Irelia ist einfach so sauer. Come on. Das wäre ein Huge-Win, wenn wir den noch irgendwie aus dem Hut zaubern. Das wäre ein solcher Huge-Win. Wir müssen die drei müssen weg halt, die da. Aber ich will als nächstes direkt Shadow Flame haben, oder? Das ist ein User Trinket bauen. Ich glaube, Shadow Flame klingt extrem gut hier. Es ist actually nicht lose. Also es ist noch sehr, sehr weit weg von Lost That Game. Ich mache sehr viel Schaden jetzt hier auch. Hört der um? Darf ich eigentlich nicht, ne? Ja, wir müssen einen auf der Sideline catchen und dann 5-5 callen, oder? Was meint ihr? Ein Sideline catchen, 5-5 callen, klingt irgendwie richtig, ja. Nicht GG, aber das ist so huge für uns, Mann. Ja, das ist so huge für uns. Alfred. So gut, das ist actually schon wieder mit Makro. Okay, Team. Makro-Plan. Oh, oh, nicht schlecht. So, wenn wir jetzt noch den Drake hier bekommen und nicht den Linde verlieren würden. Oh! Oh, hier gehen die alle! Auch wenn Tolki da ist, sind die alle tot. Tolki, komm! Mach was! Du Blob! Warum bist du Botlane Split pushen? Alter, dieser Talon! Oh! Meine Hose! Hände über den Tisch, Chat! Hände über den Tisch! Ach du Scheiße, ist der am Smurfen! Pack die Hände über den Tisch! Ich guck genau, ne? Alter, die hat. Was war das denn? Der hat den ihr gesamtes Team mit der Yumi gekillt zusammen. Holy shit, war das insane. Wow. Das war ja so gut. Tolkien freut sich. Ich freue mich auch. Ich freue mich verdammt nochmal auch. Ist noch nicht gewonnen, aber das war insane. Das war wirklich insane für uns. Jetzt stoppen wir auch Dragon Stacking. Jetzt kann es was... Nein! I'm sorry, Cat. I'm so sorry, Cat.
I could not save you. I could not. Er muss tanken, da kann ich alle killen, oder? Alter, ich hab die so weggeklatscht gerade. Okay. Was ist das denn? Ja? Portable Paradise. Okay, ich glaube, die Hände sind gebrochen. Ich glaube, wir haben sie. Ich glaube, wir haben sie, Leute. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben sie gebrochen. Die Boys! Die Boys! Tolkien und ich! Ich hab kein Problem für die Boys! Wir sind nur mehr zu den Kids-Zeugeln. Danke an Alfred für den Support. Willkommen, willkommen. So krass, wie niedrig der Cooldown von der Ulti ist, wenn man mit Ultimate Hunter spielt, ne? Sage, spielt auch so gut in dem Game. Ich würde sagen, wir spielen alle ziemlich fucking gut, ne? Da haben wir ein bisschen gestruggelt, weil unsere Botlane so weit wie eingefallen ist, aber das ist echt große Ablieferung hier von allen Beteiligten. Ich hab den so eleganten Sidestep gesehen. Super Galactic Breaker! Schuld. Jetzt mal die Bitline ein wenig angerüstet. Jetzt hat unsere Ulti, wie lange noch cool an? 47 Sekunden. Wir haben einfach gewonnen. Alter, warte, was geht denn jetzt ab, Da gehen wir jetzt einfach gewonnen. Was ein Comeback, ja. Nach dem Early. What a beautiful comeback. Die Kraft der Katze, Die Kraft der verdammten Katze. Selbst unser Djinn ist mittlerweile wieder im Saft. Diese Sackgeräusche. So, jetzt, was geht denn jetzt als nächstes? Das geht ja auf Volt? Stimmt. Ich meine, eigentlich macht Volt nicht so viel Sinn mehr, aber. Ja, ist das ja. Weiß jemand, wieso The Boss nicht mehr spielt? Naja, der ist nicht mehr in Korea, der ist jetzt in Europa und der spielt aber regelmäßig aus Europa, spielt der. Die Apune hat richtig gebratzelt, Die Drücke läuft einfach rein. Was ein Chat, Was ein Chat, dieser Tolkien. Ja, stimmt. Mhm.
Alter, wir haben gewonnen. Let's fucking go, Mann! So ein dicke 2 Games, die wir niemals gewinnen hätten sollen. Holy shit, ey. Tolkien ist gefährlich heute auch, ey, meine Güte. GG well played, baby. Und jetzt das Fragezeichen in den Altchat. Du hast zum Glück keinen Altchat hier. Ich will gar nicht wissen, wie es da sonst abgehen würde, wo doch alle so sauer sind. So, zack. Alright. Wen auch noch mal von den Leuten? Wahrscheinlich den Talon, oder? Ich meine, also tatsächlich, die drei hätten es alle verdient, ne? Also Tolkien, der Talon und die Katze. Aber ich glaube, der Talon mit diesem einen Play in der Mitte und der Nash-Call, ne? Wobei das mein Nash-Call war, ne? Aber der Nash und der Dings waren insane, ne? Ah, Tolkien hätte es genauso verdient, der hat auch insane gespielt, by the way. Ja, auch sehr, 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 sehr insane gespielt. Wenn er seine Top-Lane nicht so gewonnen hätte, dann hätten wir nicht diese Stabilität gehabt, um überhaupt so lange scalen zu dürfen, wisst ihr?